Ja, ganz kurz. Also mit dem Jan Kubicki kann man nicht würfeln. Ich stehe gestern mit dem Wirt da an der Theke, wir würfeln. Es macht Spaß, dann kommt der Jan Kubicki wieder dazu. Mit dem kann man nicht würfeln. Der geht alle 2 Minuten aufs Klo. Das geht nicht. Ja? Du bist mit dem Reden, geht schon lange nicht mehr mit ihm. Ja? Ja, wenn du ein Gespräch anfängst, dann er rennt aufs Klo alle 2 Minuten. Ich habe immer Angst, dass der irgendwann mal in eine Talkshow eingeladen wird. Zur Sandra Maischberger zum Beispiel. Ja? Ist ja live. Ja? Da müsste ich mitgehen als praktisch ja, sein Agent und müsste zu Sandra Maischberger sagen: Frau Maischberger, wenn Sie mit dem reden wollen, bitte gleich am Anfang eine Frage stellen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Weil der muss immer aufs Klo. Und sie würde wahrscheinlich gleich zu Anfang würde sie sagen, ja, Herr Kubicki, wir haben ja heute das Thema Ernährung. Sind Sie Vegetarier? Und er würde wahrscheinlich antworten mit, ja, also ich bin ja mehr so 50-50. Ich habe nichts gegen Gemüse, aber ich bin auch nicht beleidigt, wenn ein Schnitzel daneben liegt. Und dann darf er wieder aufs Klo gehen. Ja? Und dann kommt er auch vor Ende der Sendung nicht mehr zurück. Ja? Wissen Sie, ich denke mir das, weil ich hatte das Problem vor 3 Jahren mal, dass man gesagt hat, wie machen die das in Hollywood, in Los Angeles bei der Oscarverleihung? Die wird ja weltweit übertragen. Und zwar immer live. Und wenn dann die Kameras alle ins Publikum gingen, da darf ja nie ein leerer Stuhl zu sehen sein. Nie. Und wie machen die das? Dann hat mich einer informiert, das geht nur dann, wenn dann Komparsen am Rande stehen. Die sind dann dafür zuständig, wenn einmal ein berühmter Mensch rausgeht, dass der sich da hinsetzt. Das ist ganz wichtig, das sind die Notdurfkompassen. Oder wie wir in München sagen, die Punzkompassen. Ja? Und dann habe ich gedacht, das ist eine nette Arbeit, das kann ich machen. Das habe ich 3 Jahre lang hintereinander gemacht. Ist ja bloß ein Arbeitstag, da stehst du so im Dunkeln da. Ich war immer so 10. Reihe. Und dann saß da zum Beispiel immer Brad Pitt und Angelina Jolie. Ja? Und sie muss ja öfters, ja? Sie schaut dann schon zu mir her. Ja? Und winkt so und ich dann so. Hm? Und, ja. Die Kameras gehen schnell alle auf die Bühne, das darf ja keiner sehen. Ja, sie geht raus, ich gehe rein, ja, setz mich hin. Da der Brad Pitt, da ich. Ja. Ich sag da nur extra, hello, Herr Pitt, sag ich dann. Ja, weil nicht, dass er es nicht merkt. Ja, da landet dann seine Hand plötzlich auf meinem Oberschenkel und ist mir auch schon mal passiert. Mit dem Hugh Grant ist mir das schon mal passiert. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt ein Versehen war. Ja. Und wenn dann die Kameras zu uns herleuchten, und, dann denken sie, ja, neben Brad Pitt sitzt sicherlich auch ein sehr interessanter Schauspieler. Ne? Man kann halt nicht so einfach so schauen. Ne? Man muss so was finden, dass die Leute sagen, ich kenne ihn jetzt nicht, aber das ist bestimmt wichtig. Ja? Ich versuche immer so eine Mischung hinzukriegen zwischen Burt Lancaster und John Wayne. Ne? So was wie. Das hat eigentlich immer ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also für alle bin ich schon gesessen, ja, für alle. Ob der George Clooney und Ding, für alle. Irgendwann müssen sie alle aufs Klo und da bin ich da. Selbstverständlich. Und bei dieser Arbeit habe ich mir gedacht, wie machen die das eigentlich bei großen, wichtigen Verhandlungen? Ja, so wie jetzt ja, praktisch, man muss den Euro retten und die Länder retten und Griechenland, da wird eine ganze Nacht verhandeln. Oder auch früher, das waren die ganz wichtigen Verhandlungen. Die ersten Annäherungen zwischen Ost und West, wo die ersten Samen gesät wurden für die spätere Wiedervereinigung. Ja, da kommen die einfach aufs Klo gehen. Ja. Und da sagte Egon Bahr tatsächlich mal, das ging damals nur mit Windeln. Ist eigentlich logisch, ja. Das geht nicht, dass dann mitten in der Verhandlung um 3 Uhr nachts da sitzen Brezhnev, Gromyko, Egon Bahr, Willy Brandt sitzen da und dass dann irgendwann ein Willy Brandt sagt, meine Herren, ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen, ja. Und dann kommt dann so ein Komparse wie ich daher, grüß Gott, ja, servus. Spaß alles. Der Russe ist doch nicht blöd. Der merkt es doch. Die Verhandlungen wären komplett anders verlaufen, muss ich vorstellen. Die ganze deutsche Geschichte wäre anders verlaufen, müsste man umschreiben, wenn die damals keine Windeln getragen hätten. Und schauen Sie, und deshalb glaube ich, dass die das bei den Live-Talkshows wie bei Sandra Maischberger auch so machen. Die tragen alle Windeln, einschließlich ihr. Und wenn man das weiß, sieht man doch heute so eine Talkshow in Zukunft mit ganz anderen Augen. Schauen Sie mal. Wenn man sich das so vorstellt, die sitzen so im Halbrund und diskutieren heiß und streiten miteinander. Dann haben sie vielleicht noch aus Versehen diesen Michel Friedmann eingeladen. Ja, und der sitzt dann auch da und er kriegt wieder seinen cholerischen Anfall. Und auf einmal wird er ganz ruhig.
setzt sich wieder hin, bekommt dann so ein nach innen gekehrtes Lächeln. Und die anderen wissen Bescheid und denken sich, aha, den muss man jetzt in Ruhe lassen. Der lässt's grad laufen. Und wenn man das weiß, dann menschelt's doch wieder irgendwie. Dankeschön.